wir hätten da noch Informationen. Wo auch immer die sind. Da sind sie. Hab gehört, dass wir hier bald das Lager räumen. Gib mir all dein Wissen. Wir nehmen jetzt übrigens schon eineinhalb Stunden lang auf. Wir gucken uns mal den Vordersten an. Der sieht gut aus. Was hat denn der für Schwächen? Anfällig durch Kampftodesstöße, Leichttodesstöße, wie immer. Und wieder durch den Kopf. So, wir haben eine Fähigkeit freigeschaltet. Waffen und Runen, wir haben generell scheinbar Bogenrunen. Ich weiß aber gerade nicht, was haben wir hier? Chance von 15% bei einem Ritt auf einer Bestie für Tötung mit Schwert oder... Hab ich doch gerade... Hab ich das nicht gerade? Hatte ich doch... Hab ich nicht. Stufe 5, Stufe 9. Das ist besser. Gut. Also haben wir Käse bekommen. Vielleicht ist es... Gunst der Hohen Dame stellt bei jeder abgeschlossenen Aufzehrung oder Brandmarkung 16% Gesundheit wieder her. Ich lass mal das Lichtding. Und ja. Verbesserungen haben wir. Wir können sogar hier was kaufen. Und zwar den Fokus. Und Fokuswert. Aber ich würde lieber auf die Gesundheit sparen. Oder auf die mehr Elbengeschosse. Und hier der Fähigkeitspunkt. Was machen wir denn mal? Wir nehmen mal den kritischen Treffer. Der geht in Klingenmeister. Reduziert die Treffserienschwelle für Hinrichtung, Geisterblitz, Kampfaufzehrung, Geisterbrand und Brandpfeil von 8 auf 5. Ich nehme mal die Übersprungbetäubung, weil die eigentlich relativ sexy ist. Gut. Was haben wir hier eigentlich noch? Kampfaufzehrung, Schleichaufzehrung, Geistertodesstoß musste ich mir auch mal nehmen. Und ja. Dann nehmen wir uns da die Rune noch. Was denn eigentlich mit der anderen Rune? Wo ist denn die? Die liegt? Wo liegt denn die? Hier irgendwo liegt eine Rune. Die sehe ich die ganze Zeit schon auf der Karte. Ne, das ist keine Rune. Das ist auch keine Rune. Da unten ist keine Rune. Das ist jetzt meine Rune. Die müsste eigentlich hier. Da hinten. Gunst der Hohen Dame, Stufe 8. Pfeilhagel, Stufe 4. Da liegt. Da ist Ithildin. Ein Artefakt. Rekrutierung. Lorm die Schlange. Ich hörte, dass der Waldläufer sich am liebsten leise wie der Wind von hinten an uns Urums anschlägt, um das Bild zu erreichen. Einer von uns! Was? Habt ihr das gehört? Da! Wir haben einen Toten! Ich möchte nur die Rune haben. Udo nervt langsam. Nie helfen nur ab hier. Hab gehört, ihr wird woanders hingeschickt. Aber wir sitzen immer noch hier fest. Gerade mal die hier machen. Ja, ich bin jetzt sehr, sehr ruhig geworden. Fällt mir auf. Ey, ich mache vielleicht auch noch eine Pause. Ich mache jetzt noch 10 Minuten und dann... Ja, komm. Nicht schon wieder. Wir haben jetzt lang genug gekämpft. Wir gehen jetzt ein bisschen... mal nach raus. Danke. Genau. Genau das weiß ich. Wir gehen jetzt einfach Informationen sammeln. Ich wollte eigentlich da drin noch die Informationen holen, aber gut. Wir heilen uns mal gerade hier hoch. An ihmchen hier. So. Bam! So. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt der da. Ja, komm. Dann haben wir ihmchen hier. Ich fress mich hier gerade einfach direkt komplett durch die Reihen. Ohne Umwege. Da hinten ist das Dolch-Ding, aber ich traue mich da ehrlich gesagt nicht hin. Ich habe auch gerade kein Interesse an der Rune. Was könnte man mal machen?
durchdringen das Licht. Das sind diese ganzen... Das sind die Leute, ich würde gerne die Quest machen. Zerbrochene Erinnerung, das mit dem Geschöpf, genau. Der Häuptling, eliminiere den Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Puh, das dauert. Scheinbar muss man hier selbst wirklich einschätzen, wann man was machen kann. Weil ich habe gerade... Ich fühle mich gerade nicht so, als hätte ich irgendwie eine Chance gegen diese Häuptlinge. Weil ich kann ja schon den Zatter... Zattermann nicht... Ne, das meine ich nicht. Da könnte der Zatter sein. Unsere Informationen sind weg, also gehen wir einfach nur die Quest hier machen. Oder wir machen mal so... Sowas hier, zerbrochen. Da kriegen wir Mithildin, dann können wir unsere Gesundheit vielleicht sogar stärken. So, einmal hier durchrutschen. Und jetzt hier die südliche Straße. Zerbrochen. Ein paar zerbrochene Werkzeuge haben diese Sklaven zu tagelanger Folter verdammt. Tötet die Uruks, die sie bewachen, und rettet die Sklaven an ihm. Mache ich locker. Kein Problem. Rette die Sklaven. Zusätzliches Ziel 0 von 2 töte Uruks mit einer Vorsprungtötung. Also von unten. Okay. Da laufen auch Informationen rum. Wo auch immer die sind. Enorm soll es drunter und drüber gehen. Ich wette, die Sklaven laufen wieder Amok. Und wir werden losgeschickt, um zu helfen. Ich gehe hier weg. Ich habe Besseres zu tun, als dorthin zu marschieren. Hab ich da gerade etwas gehört? Ja, hast du. Komm. Komm her. Komm. 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 Brav. Bam. Tschüss. Vielen Dank, Waldläufer. Noch nicht fertig. Und bam. Wie mache ich den anderen? Von irgendeinem Vorsprung. Zu dumm, dass nur ich danke dir. Diesen Angriff der Grauchs überlebt. Ich überlege, ob ich hier mal kurz aufräume. Weil da sind Informationen. Was soll das Gerede, dass wir Odun verlassen? Ich höre zum ersten Mal davon. Was hast du das gehört? Hast du die Gerüchte schon gehört? Das sind keine Gerüchte. Wir marschieren los, sobald die Sklaven die Straße gebaut haben. Hoffentlich verlassen wir Mordor. Ich bin bereit für eine richtige... So, Informationen sind mir. Ich weiß, ich kommentiere gerade sehr, sehr wenig. Aber es... Die Aufnahme geht jetzt schon fast 2 Stunden. Und, war eigentlich blöd, dass ich jetzt die Aufgabe gestartet habe. Der hat da... Ja, egal. Danke für die Information. Man sieht sich im Jenseits. Bleib stehen! So, der erste ist finito. Hat einen Doppelangriff auf den gemacht. Cool. What the fuck? Also wenn ich über die drüber springe, kann ich die abartig... Wow. Indem meine Trefferrate hochprügeln. Und es ruckelt vor sich hin. Ich würde gerne über dich drüber springen, darf ich? Dann sprich über den drüber. Und kommt vom Kopf ab. So, alles hingerichtet. Aber nicht alle Uruks. Also eigentlich egal welcher Uruk. Also kann ich auch hier den... Einige sagen, ein Häuptling sei getötet worden. Hab gehört, er ist über ein Fass gestolpert und in die Grube eines Karagors gefallen. Das glaube ich nicht. Hat sich sicher selbst umgebracht, weil ihn der Grabwandler verhext. Da war doch ein Geräusch. Ja, da war was. Tschüss. So.
alle Ziele gemacht. Jetzt nur noch die Leute hier entfesseln, also quasi freimachen. Hi. Losschneiden mit E. Strick mal kurz was, kleinen Moment, kleinen Moment. Willst du uns wirklich alle retten? Dann gib nicht auf. So. Hab genug getrunken. Ich dachte, der Text kommt vielleicht ein bisschen länger. So, ich beeile mich mal ein bisschen, weil ich würde die gerne noch... Ich wette mit dir, mein Fass. Du kannst gar nichts sehen. Weg, fertig. So. Rennen. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. Ich hab den Uruk leben lassen. Ich bin stolz auf mich. Das ist unsere Chance. Ja, komm. Hatte ich glaube. So, wir haben hier einen Karagor. Wir haben hier Leute. Ich würde gerne den da hinten, würde ich gerne so schlachten. Wenn du deine Werkzeuge zerstörst, so, schlachten. Moment. So, will irgendwer Stress? Willst du Stress? Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. So, will jetzt irgendwer hier noch betteln? Nö. Haben alle genug? Befreie mich oder töte mich. Mir soll ich gleich sein. Ich befreie dich, Kollege. Jetzt gar kein Gerede, wir haben 400 XP, 125 Miriam und 50 Bonus Miriam. Ruckel, ruckel, ruckel. Solche Qualen für eine einzige zerbrochen. Einführung ausgestoßenen Rettungsaufträge. Durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträgen ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie dir Informationen über Hauptmänner bringen oder sich gegen ihre Peiniger wenden. Schaufel, diese Uruks haben mir gezeigt, was wahre Grausamkeit ist. Cool. Ja, neues Ziel, töte Häuptlinge. Mach ich nicht, noch nicht. Hab ich denn... Ich hab Waffen und Runen. Bogenrune. Was haben wir hier? Chance von 4% bei einem Angriff mit dem Bogen einen Elbengeschoss zu erhalten. Wäre auch cool, aber nee. Machen wir nicht. Ich mach die da noch. Und danach ist dann Aufnahmepause. Ich kann einfach nicht widerstehen. Das sind einfach XP, die hier rumlaufen. Vor allem ist es so cool, die dann wegrennen zu sehen. Manjo. Den da mache ich noch. Den einen. Und dann ist die Aufnahme rum. Keine Ahnung. Ich habe etwas gesehen. Das war alles nur Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung. Ihr habt mich nicht gesehen da unten. Zurück an ja. Die Arbeit. Hier ist niemand. Ich sehe den Waldläufer. Siehst du nicht. Schlag mich von der Seite. Ich bin aus dem Himmel gefallen, genau. So, erstmal Fendu das wieder das Schwert ziehen. Und Kopf ab. Naja, doch, Kopf ab. Jetzt sind ja schon wieder so viele. Gibt's doch nicht. Alter. Ich verkacke gerade die Steuerung so abartig. Stirb einfach. Werde ich nicht. Wir machen dann in der nächsten Aufnahme der Story weiter, keine Ahnung. Das ruckelt jetzt auch ab und zu schon, weil die Aufnahme einfach so lang geworden ist. Ich bin stolz darauf, dass ich so lange aufnehme. Aber es ist halt doof, dass der Kampf jetzt hier so ausgeartet hat. Im Fallen den Kopf ab. Bist du der Letzte?
komm, dann geh halt. Ne, den noch. Und dann die Informationen, die da sind. Da sind gerade neue gespawnt. Ne, das mache ich jetzt nicht. Mache ich nicht, damit quäle ich euch jetzt nicht. danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und ja, bis bald. In der nächsten Aufnahme machen wir dann auf jeden Fall die Story ein bisschen weiter. Und ja. Tschüss, Kowski an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß noch. Tschüss.